Die Italiener lieben ihre Autos, sie lieben den Rennsport und vor allem lieben und leben sie Monza. Es ist natürlich das Heimspiel für Ferrari mit 18 Siegen auf dieser Strecke seit 1950. Die heimischen Fahrer hatten nicht ganz so viel Glück wie die heimische Marke. Zum letzten Mal gewann 1966 ein Italiener seinen Heim-Grand Prix. Es ist nun an der Zeit, neue Geschichte zu schreiben. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Jetzt würde ich gerne mit dir über Max Verstappen reden. Um im Titelrennen weiter mitmischen zu können, müssen Sie heute mindestens Achter werden. Gelingt das nicht, haben Sie es nicht mehr selbst in der Hand. Der Schlüssel zum Sieg liegt jetzt in der richtigen Denkweise. Wir haben schon oft gesehen, wie Dinge schiefgegangen sind, weil Fahrer einfach nur das Minimum gegeben haben. Nicht unbedingt, weil sie unter Druck standen, sondern weil es einfach eine unübliche Herangehensweise ist. Das müssen sie vermeiden und versuchen, konzentriert zu bleiben. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Der Professor startet aus der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Raikkonen, Sergio Perez und Ocon. Leclerc, Verstappen, Ricciardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Lewis Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Carlos Sainz Jr., Sirotkin, Stroll, Gasly, Brandon Hartley und Stoffel van Dorn. Grosjean und Fernando Alonso startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Stable at the moment. No rain currently expected. Okay,
lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car.
Stay out, stay out. There's no need to box under this safety car. We have nothing to gain from new tyres. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. You will be controlling the pace on the restart. Keep it steady until the safety car has reached the pit lane.
That's a new fastest lap for the race. Signs of abrasion on your tyres now. They should still be good to run on, but they won't be at their best. Deployment to up the pace.
39.2 seconds. Is 29.8 seconds. They're on fresh mediums. Their tyres are three laps old. The time last lap was a 1:27.3. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs. You need to slow down before hitting the corners. You don't want to get a penalty.
seconds.
DRS deployment, please. We need to charge the battery.
Fantastic. You've won the Grand Prix. Sauber hat also gewonnen. Was für ein tolles Formel-1-Rennen war das. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg das von Sauber war. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an.